Wenn Sie hier im Saal sind, wissen Sie schon, wer sie ist. Lydia Tarr ist vieles. Ihre Karriere als Dirigentin begann Tarr mit dem Cleveland Orchestra, beim Chicago Symphony Orchestra, beim Boston Symphony Orchestra, bis sie hier bei uns ankam, beim New York Philharmonic. 2013 berief Berlin Lydia Tarr zur Chefdirigentin und seitdem ist sie dort tätig. Lydia Tarr komponiert auch für die Bühne und den Film. Sie ist eine der 15 sogenannten EGOTs, eine jener, die alle vier wichtigen Auszeichnungen der Entertainment-Branche gewonnen haben. Schön, dass Sie da sind, Maestro. Danke. Danke. Wie klappt's denn mit dem Schreiben? Nicht so gut. Immer wieder höre ich etwas. Schopenhauer maß die Intelligenz eines Menschen an seiner Geräuschempfindlichkeit. Kommt es vor, dass auch Sie überwältigt werden von Emotionen? Ja. Ja, das kommt schon vor. Ich habe schon wieder so eine komische E-Mail bekommen. Wir lassen uns in keine Intrige verwickeln. Ich mache mir Sorgen. Sie zieht sich immer mehr in sich zurück. Wollen Sie beim Maskenspiel mitmachen, dienen Sie erstmal dem Komponisten. Unterwerfen Sie sich ihm. Ihr Ego, ja? Ihre Identität. Sie müssen im Endeffekt vor dem Publikum und Gott stehen und sich selbst zerstören.